Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront, und zwar Multiplayer, so gesagt. Wir spielen hier mal den Multiplayer von Star Wars. Und ich will euch damit einfach mal ein bisschen, so gesagt, weil ihr wisst, ich bin ein großer Star Wars Fan, The Last Jedi und so. Möchte euch deshalb auch die neue Karte mal zeigen, und Crate heißt die, das ist für lassene Rebellen Außenposten. Und ich muss sagen, es sieht Verteidigung ausgefallen. Wir machen sogar Spuren, Alter. Ich glaub es nicht. Sieht aber richtig fresh aus. Also ich sag, man muss Glück haben, um diese Karte zu kriegen. Hier seht ihr die ganzen Art. Das sind die ganzen ATM-6. Das sind die neuen Kampfläufer. Alter, ihr seht euch. Oh, scheiße. Ja, ich gehe mal auf Sturm so ein bisschen heute mal. Ich wollte einen Scharfschütze, aber ich gehe mal auf Sturm. Ah, ne, lass mal den. Ionenstörung bestätigt. Schützt unseren ATM-6 vor Angreifern des Widerstands. Ja, wir können den mal ausprobieren. Also, ich sag, das ist nur eine ganz kleine Folge, um euch ein bisschen zu zeigen, nahelegend aufzubringen, wie das neue EZ ist. The Last Jedi heißt das Ganze. Es ist kostenfrei, sag ich jetzt nochmal im Ganzen. Wer Star Wars Battlefront hat, sollte das spielen, weil für jeder Star Wars Fan ist das ja einfach mega Fan. Und vor allem Star Wars 8, und da hinten kommen einfach mal die fetten AT-AT-6M6, Alter. Und ich könnte jetzt einen schleudern einfach so. Das muss ich einfach sagen, weil es ist so geil. Jetzt nicht bitte wörtlich nehmen das mit. Ihr wisst was. Also ich muss sagen, sieht schon ziemlich fett aus auf jeden Fall. Vor allem der neue Planet. Ja, setzt Ionendisruptoren ein, um den Kampfläufer oder zu schwächen. Quelf heißt der. Das neue Planet, wie genau er in Star Wars 8 funktionieren wird, weiß ich noch nicht. Ich habe den Film bislang noch nicht gesehen. Noch zur Info, also wenn die Folge kommt, habe ich den Film noch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall werde ich das demnächst noch. Da noch keine Sorge. Alter, wo sitzen die? Ja, die sitzen ja alle da hinten, Alter. Wie willst du denn da rankommen? Ich mach doch ein bisschen auf Scharfschütze. Und versuche mein Glück ein bisschen hinten, Leute. Hui! Ich bin. Scheiße, oh Mann, ich wollte den ATR-6 als Schutz nehmen. Mann, das gibt's nicht. Holen wir sie uns! Solange die Verteidigung des ATM-6 ausgefallen ist, zwingen ihn sogar diese lächerlichen. Also, wie gesagt, eine ganz kleine Folge, so gesagt. Ich werde natürlich noch ein kleines Video, schätze ich, machen zu Star Wars 8, wie ich das Ganze finde. Mit wahrscheinlich, wenn ich jetzt Star Wars Battlefront spiele. Aber ich schätze, dass wir immer noch eine Kampagne vorkriegen. Scheiße. Oh Mann, was ist heute los, Alter? Naja, egal. So, ich wollte mich damit erstmal verabschieden, so gesagt. Also, kleine Folge ganz kurz, so ein bisschen einfach mal. Wie gesagt, ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, so gesagt, wenn die Folge rauskommt. Und wir sehen uns. Bis dahin, euer Mtadel. Ciao, mit Fahrt.